Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mal, den werde ich davon noch kriegen. Es ist nicht viel passiert, außer dass ich hier 3 Meter weiter gelaufen bin. Okay, ich werde verschwinden hier mal, weil ich glaube, diese Burnt Zombies, die bringen auch gar nicht wirklich viel. Ich habe aus denen noch nie so richtig gescheiten Loot kommen sehen. Habt ihr das Spiderschwein da oben gesehen? Das ist doch da senkrecht den Berg hoch, oder habe ich mir das eingebildet? Schwierig. So, jetzt kommen wir wieder zu dieser Harry Potter Allee. Bleib hier. Mal gucken, ob ich den kriege. Oh, das Babygeräusch ist ja übel. Ich trau mich da nicht weiterhin. Das ist, wenn ich da abstürze. Naja, das ist es mir nicht wert. Oh, dieses Babygeräusch ist ja fies im Hintergrund. Ist gerade weg. Ja, diese schreienden Babys halt, ne? Wisst ja, was ich meine wahrscheinlich. Wenn ihr das selber spielt, habt ihr das schon mal gehört. Ist es echt leise. Also so laut kann ich den Ton gar nicht machen, dass man das hier, glaube ich, gescheit rüberkriegt. So, 15:26. Und ich hoffe auf... das ist gut. Ich hoffe ja, dass ich hier noch die letzten Schemas für eine Eisenrüstung finde. Okay, hier ist auf alle Fälle schon mal wieder ein guter Respawn an Zombies. Macht ja auch gut Lärm, die Magnum. Ich dachte mir doch, Mensch, guck dich doch mal lieber nach hinten. Wir machen mal etwas weniger Lärm. Der braucht aber lange mittlerweile. Der Sledgehammer. Oh, der Sledgehammer ist aber gar nicht mehr so komfortabel, wie er mal war. Ein Bloodbag. Immer gut. Auch immer gut. Nehmen wir mit. Okay, von da kommt noch einer. Den lassen wir so rum. Das kann doch nicht angehen. Okay, Stirnlampe an. Wo ist denn hier einer? Hier muss ein Zombie rumrennen. Wo denn? Zu Scrap Metal machen, glaube ich. Das Orange. Das ist gut. Gläser, genau. An Gläsern bin ich auch immer interessiert. Ich werde mal gucken, was wir von dem ganzen Krams dann wirklich noch mitnehmen und behalten, weil Taschen sind jetzt schon wieder voll und ich wollte doch eigentlich in den Bücherladen wollte ich doch eigentlich. Oh, das ist unangenehm, weil man nicht weiß, wo die Jungs sind hier. Den Hunting Rifle Stock in grün, da habe ich doch aber auch schon einen besseren.
Also von den Sniper-Stocks, da kann ich auch welche wegpacken. Dann gehen wir mal eben kurz ran. Ich muss nur sehen, dass ich bis 18 Uhr drüben bin und dann mich da drin verbarrikadieren. Und zwar möglichst so drüben, dass ich nicht irgendwie die halbe Weltgeschichte mit angelockt habe. Ich habe den Platz gerade nicht. Ich schmeiß mal weg. Ich habe auch jetzt gerade keine Lust, irgendwas auszusortieren. Press. Press. Ist einfacher, spart mir den Taschenplatz gerade ein. Einschmelzen, 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 einschmelzen. Weiß ich nicht. Kann weg. Irgendwo habe ich gerade einen Teil verloren. LED Trophy. Können wir auch mal umwandeln. Jetzt sehe ich das Teil nicht mehr wieder. Ist mir gerade wurscht. Ich gucke nochmal in die Kiste rein. Pistol Parts. Bier können wir mitnehmen. Papier kriegen wir gleich drüben reichlich. Muss ich jetzt hier nicht nachgucken. Ich muss raus. Ich muss gucken, was hier drüben los ist. Weil hier sind wahrscheinlich noch mehr Zombies. Das ist mal stark anzunehmen, dass hier wieder mehrere rumrennen. Und ich werde jetzt auch einige anlocken. Durch den Lärm, den ich mache. Wow. Habe ich ihn erwischt oder nicht? Ja, habe ich. Okay. Hier war doch eine Schwester. Der Rest ist mir relativ egal. Ich muss rein. Vielleicht wird es auch nochmal nehmen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier drinnen Zombies sind. Und das würde ich uncool finden. Ich bin undetected und ich gehe nach oben. Oh, das ist gut. Okay, wir gehen nach oben und wir nehmen den Bilderrahmen mit, damit wir Glas einschmelzen können. Gibt es hier noch eine zweite Treppe? Nee, das ist die einzige Weg nach oben. Das gefällt mir. Das ist gut. Okay, wir packen alle Bilder ein, weil es stand bei mir mal in den Kommentaren, daraus könnte man Gläser machen. Das kann man einschmelzen. Das finde ich, wurde auch schon mal so bestätigt. Das ist dann eine gute Sache. Okay, und wir wandeln jetzt erstmal, packen wir. Was machen wir denn jetzt? Das kommt erstmal weg. Den Pilz kann ich essen. Pass
Also wir packen das da rein, wir packen das da rein, wir packen alle Sachen rein, von denen wir wissen, dass wir sie jetzt nicht hundertprozentig direkt brauchen oder dass wir mit dem Verlust auch leben können. Die sind da drin. Das nehme ich mal mit. Diese Lebensmitteldose zähle ich dazu. Das Scrap Metal zähle ich dazu. So, und dann will ich mal gucken. Die Bücher stacken ja. Wenn ich also genug Platz dabei habe, wenn ich genug Platz habe, dass ich alle Bücher, dann ist ja wieder jedem geholfen. In erster Linie bin ich hier nur interessiert an den Schematics für die Eisenrüstung. Du hast aber schon wieder irgendwas. Nee, hast du zum Glück nicht. In dem Fall bin ich ganz glücklich, dass du nichts dabei hast. Hier zieht auch schon gut Nebel auf. Ich glaube, das könnte eine ruhige Nacht werden, will ich hoffen. Naja, für euch eigentlich eher weniger, weil dann habt ihr ein bisschen Action, wenn es keine ruhige Nacht wird. Aber gönnt mir doch auch mal was. Ey, so viele Schmiedebücher, wie hier drin sind. Ich glaube, ich kann mir dann, wenn ich zurückkomme, echt mal eine Papierkiste anlegen, erstellen. Eventuell kann ich ja auch nochmal runtergehen und unten dann... das ist gut, den kann ich aber glaube ich auch schon. Den wollte ich mir eigentlich auch hergestellt. Den Moment. Schau mal, ich trage den doch. Das finde ich ja schwierig gerade. Wieso konnte ich den jetzt nochmal lernen? Sehr merkwürdig, oder? Ich meine, ich trage keinen Sledgehammer mit mir rum. Den finde ich übrigens nicht mehr schön. Der ist, der mag zwar auch gut zuhauen, aber er ist so furchtbar langsam geworden. Und da möchte ich mich nicht wirklich in den Nahkampf mitstellen. Das halte ich für ganz schwierig. Es kann auch sein, dass ich hier durchaus gar keine weiteren Schematics finde. Ich habe eines Mal hier gefunden und mir haben auch Leute geschrieben, dass sie, wenn überhaupt, Schematics in Zombies gefunden haben und nie in Bücherregalen. Insofern aber habe ich es wenigstens einmal hier durchgeschaut, dann wissen wir es, ob hier was für mich drin ist oder nicht. Und dann muss ich mir die Frage nicht ständig stellen. Und wie gesagt, vielleicht der eine war ja unten im Erdgeschoss da, vielleicht ist hier doch noch eine zweite. Es sind ja so wahnsinnig viele Bücher und so wahnsinnig viele Regale. Ja, guck mal, Iron Chest wird gleich geleert. Hat sich doch schon mal gelohnt, der Besuch. Das hat sich doch schon mal gelohnt. So, ich mache noch einen Screenshot, nachts in der Bibliothek. Mal gucken, wie machen wir das? So, leider kein Zombie mit dem Bild. Wird ein ganz unspektakuläres Thumbnail. Ne, 7? F7 war das, okay. Ich drücke hier mal F6 die ganze Zeit über. Und wer weiß, vielleicht finden wir noch die zweite Schematik. Ne, auch wenn es vielleicht jetzt gerade ein bisschen unattraktiv zum Gucken ist. Ich werde dann aber auch die nächste Folge erst wieder damit beginnen, dass es dann auf jeden Fall hell ist. Und jetzt, wo wir hier schon mal gemeinsam gefangen sind, können wir das auch eben zusammen machen. Dann seht ihr wenigstens mal, was ich hier nachts so treibe, wenn ihr nicht dabei seid. Dann könnt ihr nämlich mal sehen. Okay, ich höre ein Hornisse. Finde ich jetzt nicht so cool. Und ich höre ein paar Schritte draußen. Ein paar mehr Schritte. Nehme ich jetzt auch gleich eine Couch mit für mich? Das ist die Frage. Wie viel Platz habe ich denn hier noch?
Kann man das eigentlich schon in irgendwas umwandeln? Nein, kann man nicht. Die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Kaffee kann ich saufen. Ich könnte den Sledgehammer könnte ich hier lassen. Den brauche ich, habe ich echt keine Verwendung mehr für, muss ich sagen. Hier war doch noch eine Dose zu essen. Also erstmal kann ich die Vitamine einfach einkippen. Weil die bewirken sowieso nicht so wahnsinnig viel. So, dann kann ich die Dose nehmen. Und das Ding wegschmeißen hier. So. Das Scrap Metal, ich könnte auch ohne leben. Shotgun Receiver. Ja, Hunting Rifle Barrel Cape. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Farbe meine Hunting Rifle hat. Also die Short Iron Pipes, die muss ich nicht unbedingt. Und die kann ich umwandeln und das Deck dann nach hier hoch. So. Genau, das ist eine gute Sache. Das Scrap-Lad, da kann ich doch verzichten. Auf das Breast mag ich nicht so richtig verzichten. Der Bloodbag ist egal. Den kann ich mir herstellen. Was wollte ich jetzt noch mitnehmen, dass ich noch Platz brauchte? Das kann ich mitnehmen. Papier stackt wie hoch? Bis 250, ne? Wenn wir das hier umwandeln. Das können wir aber auch erst machen, bevor wir loslaufen. Ich könnte dreimal Wasser trinken und dann stackt das auch nochmal. Das mache ich auch. Verdammt. Na, passt jetzt gerade nicht. Aber das könnte man dann noch machen. Oh Gott, jetzt höre ich dieses Baby. Ist das brutal. Das ist aber echt übel. Komm, Scrap-Lad. Das ist. Schmeißen wir gleich weg. Dann machen wir lassen wir die Kiste hier leer. Das passt schon so. Okay, ich habe jetzt aus meinem Inventar das Möglichste rausgeholt. Wie ihr seht, würde ich jedenfalls so denken und sagen, ich glaube, das habe ich ganz solide gemacht. Wir gehen mal runter. Bisschen Risiko kann man ja auch in Kauf nehmen, ne? Oder? Sie hauen auf irgendwas draußen drauf. Ich bin aber auch noch nicht. Die rennen hier um das Haus und zu. Die sind also definitiv welche. Oh, mir gefällt das gar nicht gut. Ich bin nämlich nicht sensed. Aber irgendwo hier sind die. Okay, da ist ein Baum umgefallen. Die haben einen Baum verprügelt, die Schweine. Da ist noch ein Baum umgekippt. Unangenehme Geräusche. Direkt so an den Ohren ist das nicht schön. Jo. Iron Gloves Schematics. Kann ich die schon? Nee, na danke schön. Brauche ich jetzt mal einen Kaffee reingepackt. Den brauche ich wieder. Super Sache. Was gibt's noch für Schematics? Also das lohnt sich hier nach wie vor noch. Die ist locked. Ernsthaft? Okay, hier war ich auch schon mal drin. Normale Bücher kann ich jetzt nicht mitnehmen. Da habe ich keinen Platz für. Ne, das. Bin mir nicht sicher, ob vor der Tür nicht ein Zombie steht. Deshalb, wenn ich ruhiger werde, ne? Das ist schon mal immer kein gutes Zeichen. Wenn ich so leise spreche, dann bin ich auch echt konzentriert und angespannt. Band.
Ich hab da gerade richtig ein bisschen Schiss hier, muss ich sagen. Sowas kann auch sehr schnell tödlich ausgehen und ich darf nicht nochmal Wellness verlieren. Ich freue mich schon, wenn ich wieder zu Hause bin. Oh Gottes Willen. Der ist hier direkt neben mir. Oh, ist so ein Geräusch, willst du auch nicht direkt über Kopfhörer auf dem linken Ohr haben. Das ist echt unangenehm. Ich werde vor 6:30 nicht rausgehen, weil ich der Uhrzeit nicht mehr so richtig über den Weg traue. Da gab es ja auch schon verschiedene Meldungen bei mir auf dem Kanal, dass sie jetzt schon anfangen, später zu laufen. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass sie im Sommer früher anfangen, nicht zu laufen. Sie früher wieder langsamer werden, weil die Sonne kommt ja im Sommer früher raus. Weil die Funpimps sollen da wohl angeblich auch irgendwas jahreszeittechnisch irgendwie so überprüfen. Den Foreneintrag, den es da mal gab, den hat da keiner so richtig verstanden. Okay. Gut, das war jetzt eine relativ langweilige in der Nacht Craften und in der Nacht Sammelfolge für euch. Vielleicht war sie auch gar nicht so langweilig. Keine Ahnung, ich habe mir die ganze Zeit über gesabbelt. Vielleicht war ja was Interessantes für euch dabei. Ich fand es hier persönlich relativ spannend noch, weil ich halt die Geräusche auch, ich glaube, das kommt besser an, wenn man es über Kopfhörer hört. Dann kriegt das Ganze nochmal einen ganz anderen Charakter. Kann man auch die Richtung immer gut bestimmen, aus der man Geräusche hört. Und das ist schon etwas, was euch da vielleicht über Boxen fehlt. Das ist der Hammer, was ich hier an Büchern rausziehe. Ich brauche nie wieder... Ach, das ist dieser Instant Respawn, den wir hier haben, was? Nee, dann müsste hier auch wieder... Tatsache. Oh, der funktioniert aber gut, dieser Instant Respawn, muss ich sagen. Okay, ich nehme hier noch die letzten Regale. Iron Leg Armor. Und die kenne ich doch schon, oder? Mir egal, ob ich die schon kenne. So, und dann würde ich sagen, renne ich mit Kaffee einfach zurück. Damit das schnellstmöglichst passiert. Das werde ich offline machen. Zurücklaufen eben. Es sei denn, es passiert was Interessantes, dann schneide ich euch natürlich direkt mit rein. Aber das würde ich uns allen sonst jetzt ersparen. Und ich glaube, jetzt habe ich aber auch alles an Schematics, was es gibt. Ich glaube, da gibt es nichts. Ich hatte schon mal eine aufgesammelt, damit habe ich jetzt 4 Schematics gelernt. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr als diese 4. So, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Sage, wir sehen uns morgen wieder. Ich laufe da mal eben schnell offline zurück und dann gucken wir mal nach, ob aus meinem Antibiotikum irgendwas geworden ist. Ah, guck mal, hier kannst du gleich 2-mal hintereinander looten und den da auch. Das ist, wenn du was drin vergessen hast, hast du Instant Respawn. Das finde ich eine ganz gute Sache. Auch wenn da vielleicht gerade nichts drin ist, aber wie hoch stacken Bücher eigentlich? Das ist ja unglaublich. Okay, so, jetzt bin ich hier durch. Okay, jetzt aber nach Hause und ich sag dann mal bis morgen, ne? Tschüss.